eine lange Kette. Das heißt, ich kann meine Kettensäge in eine große, böse Kettensäge zusammenbasteln, glaube ich. Ich muss dazu natürlich einiges fallen lassen. So, das lasse ich hier mal fallen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Trennen. So, und jetzt hole ich mir die richtige Kette hier. Nicht die Druckflugfleisch. Die Kette, die Kette. So, Kette, Kette, Kette. So, was war jetzt zuerst? Mit Kanister. Damit. So, zusammenfügen mit. Motor. Zusammenfügen mit. Ah, dieser krassen Kette hier. Und jetzt noch das. Und dann haben wir jetzt eine Kettensäge mit hoher Leistung. Yay, crazy. Jetzt ist natürlich die Frage, baue ich das hier einfach auseinander und baue mir das stattdessen ein Maschinengewehr? Ah, ich kann das gar nicht mehr auseinanderbauen hier. Ja, schade. Was, ich kann kein Wasser mehr mitnehmen. Wieso nicht? So viel Zeug. Schildtrank. Ich lasse jetzt die Dinger hier fallen. Ich habe noch nie so ein Zeug gebraucht. Gunrolle. Habe ich die fallen gelassen? Nö. Wo kommt denn die Gunrolle her, bitte? Garnrolle fallen lassen. Biegsamer Ast. Lass ich auch mal fallen. Brauche ich nicht. Werkzeugkasten, den brauche ich noch. Dann kann man auch die Pfeile wieder mitnehmen. So, und ich hatte ja auch... Hatte ich ja... Gut, die Druckluftflasche habe ich mitgenommen. Da kann ich dann versuchen, mir später eben das Gewehr zusammenzubasteln. So, wie viel von den Paketen habe ich jetzt? 10 Stück. Und theoretisch müsste ich jetzt die Insel verlassen, oder? Ich gehe mal zurück und spreche mit Sanchez. Vielleicht sagt... Der heißt Sanchez, oder? Ja, ich glaube, da hieß Sanchez. Ich gehe mal zurück und spreche mit Sanchez. Vielleicht sagt er mir schon, 10 Pakete reichen voll und ganz. Ich glaube es fast nicht. Bei meinem Glück wird es wahrscheinlich nicht ausreichend sein. Oh, eine große. Ha, aber die haben Stofffetzen. Ja gut, mehr können sie auch gar nicht am Leib haben, weil die so klapperdürr sind. Jetzt stehe ich hier schon wieder in der Mitte und komme nicht weg, oder? Ah, geht alle weg von mir. So, ein bisschen meine Gesundheit wenigstens wieder hochbringen. Ich werde mal versuchen, mit Sanchez zu sprechen. Vielleicht sagt er mir, oh, du bist so cool, oh Comic. Ich nehme deine 10 Pakete und wir verlassen jetzt einfach schnurstracks diese fucking Insel. Sanchez, wo bist du? Ich hoffe, du bist noch am Leben. Ich komme mit ein paar Paketen. Hick hat er gesagt. Okay, nein, es reicht natürlich nicht, 10 Pakete zu haben. Ja, das heißt, ich muss dann doch wieder zu meinem Flieger runterlatschen. Habe ich Durst? Nicht wirklich, aber wenn es einmal hier ist, trinken wir mal einen Schluck. Lass mich doch in Ruhe.
Oh. Die Models kaum was zum Anziehen und Spindeldürr, aber kratzen können sie wie die Biester. Ach, der hat sich nur tot gestellt. Was ist das für ein Schweinehund? Ah, hier ist noch so eine außergewöhnlich weiße Pflanze. Oh, ist die außergewöhnlich weiß. Wahrscheinlich mit einem weißen Riesen gewaschen. Und da ist auch die weiße Riesin schon. Wenn man von Teufel spricht. Muss ich da auch? Nö. Geh mal lieber runter. Keine Lust, mich jetzt mit den allen anzulegen hier. Oh. Ach, hier war dieser große Typ, ne? Ja. Hier käme man theoretisch durch. Aber nur theoretisch. Oh, Leute. Lasst mich doch einfach hier lang in Ruhe passieren. Ah, wo kommen denn die ganzen vielen Zombies her? Geht weg. Hilfe! Hilfe! Alter, wo kamen die denn her? Und wieso sind das so viele? Mann, 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 Mann. Krass, 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 krass. Ich hasse es, ich hasse es. Echt. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt unten zu dem Boot oder gehe ich hinten zu dem Boot? Aber ich muss wahrscheinlich auf diese Insel fliegen, weil die Boote ja rot gekennzeichnet sind. Das heißt wahrscheinlich, ich muss da hin. Da ist die Quest. Na, jetzt kommen sie auch noch über den Zaun geschissen. Ich hoffe, der Hirsch ist nicht da. Ich hasse Hirsche. Zombie-Hirsche vor allen Dingen. Das sind die Helmträger. So ein Vollmantelgeschoss würde ich gerne herstellen, damit ich einfach durch die Rüstung von den Typen schießen kann. Dass das immer abprallt, ist so sinnlos. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich eigentlich nirgendwo lang, wo ich hin will. Super. Ja, es ist ja wieder aber prima. Habe ich mich wieder auf meinem wunderbar verlaufen. Was sonst? So ein Heiltrank oder sowas wäre doch mal toll. Nicht so ein Schildtrank, Heiltrank. So, jetzt bin ich hier. Ja, es waren keine Zombie-Viecher, Gott sei Dank. Müssen die sich immer an meinen Beinen klammern? Können die... haben nichts anderes zu tun? Anscheinend nicht. Jetzt bin ich auch noch müde. Ich will aber nicht müde sein. Ich will noch nicht ins Bett, Mami. Für die Fetten muss man wenigstens nicht so gut zielen können.
Wo will ich eigentlich hin? Ich muss doch irgendwo da runter. Ach, das sind die, die ich sonst immer von da oben, von da unten sehe. Was, Herbarium? Habe ich Herbarium eingesammelt jetzt? Oder war es Zufall? Durst, Hunger. Naja, Gesundheit ist das Schlimmste gerade. Aber Herr Doktor, ich fühle mich doch gut. Aber Sie sind ein Zombie. Aber für einen Zombie fühle ich mich ziemlich gut. Wenn nicht so viele mit den Helmen kommen, ist es eigentlich ganz annehmbar. Ich sollte vielleicht mal die Kettensäge ausrüsten, einfach nur aus Spaß, um sie auszuprobieren. Ja, die haut schon ganz schön rein. So, oh Gott sei Dank, erstmal von dieser blöden Insel auf die nächste Insel. Dann können wir gleich mal gucken, ob es da auch Fracht gibt, die man einsammeln muss oder nicht. Das sieht nicht danach aus. Und schlafen muss ich auch noch. Was ist das hier eigentlich? Ach doch, da hinten, da ist ein Ausrufezeichen. Und das ist das einzige dort. Das ist Kovacs Insel, oder? Spaß mit der Kettensäge. Das wird ein neues Lehrvideo, wie man mit Kettensägen richtig umgeht. Busch! Stirb! Stirb, Busch! Bekämpfung der dichten Büsche des, How to Survive Let's Plays. Mehr Sicht für freie Bürger oder so. Wir sind aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ach, das ist noch diese goldenen Kelche, oder? Polly will einen Keks, Polly will einen Keks. Hi. 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 Oh. Oink, oink. Jetzt muss ich auf jeder Insel wahrscheinlich diese Dinger einsammeln, oder? Ja, ich denke schon. Diese verlorenen, aus Versehen verlorenen Päckchen. Ja, gucke da. Da sind sie nämlich überall. Verloren gegangene Päckchen. Wer hätte das gedacht? Ja, gegen die Fettsäcke ist natürlich so eine Kettensäge schlecht. Und im Dunkeln über die Insel zu schlendern, ist auch nicht so die beste Idee. Aber jetzt mache ich einfach mal was, was ich die ganze Zeit eigentlich schon machen wollte.
So. Jetzt kommen wir nämlich auch von einer Seite von der Insel auf die andere und brauchen uns hier nicht ewig durchzuquetschen. Kannst mich am Arsch lecken. Kannst mich viermal am Arsch lecken. Immer zweimal mehr wie du. So. Weg da, weg da, weg da. Ach, du auch noch. Hör doch auf. Oh, habe ich einen an seinem Helm erwischt. Es hörte sich so metallisch an. Ach, dass hier überall diese Zombie-Spacken auf der Insel sein müssen, ey. Und ein Levelaufstieg und ein langes Rohr. Mann, hast du ein langes Rohr? Hier haben wir nochmal Benzin und einen Bunker. Wir haben hier einen Bunker. Ah, Mist. War ich etwas zu nah dran, aber es zieht mir gar nichts von der Gesundheit ab. So, jetzt mal schön hier ein Feuerchen machen. Kettensäge mit hoher Leistung, die haben wir doch schon. Das haben wir auch schon. Haben wir auch schon. Ach, kennen wir alles. Wir kennen alles. Wir sind zu gut. Aber ich hatte doch gerade diesen Griff gefunden hier. Genau, der Harpunengriff, den brauchen wir. Dann mache ich mir nämlich eine schöne Dingsbums. Ja, Maschinengewehr. Ist es geil? Gucken wir dann gleich mal, ob das funktioniert oder nicht. Boah, guckt euch das an. So, dann muss hier auch noch irgendwo ein Paket in der Nähe rumliegen. Und jetzt haben wir auch ein Maschinengewehr. Wir sind gefährlich. Hahaha. Oh, ein Strandkrabbler. So, ach so, ja, Levelaufstieg. Natürlich, natürlich. Das machen wir auch noch. Rumser. Erhöht den Schaden durch Treffer mit Sprengstoff. Ja, ja, machen wir einfach mal. Vielleicht können wir nachher noch ein bisschen mehr Sprengstoff bauen. Ist das Paket da drin? Ach ja, das Paket ist da drin. Ach, Menno. Ich will das nicht. Ich nehme das jetzt einfach und hau ab. Ach, so ein Maschinengewehr ist schon was Feines. Das vor allen Dingen das Gute bei dem Maschinengewehr ist ja, wir haben ja auch die kritische Treffer erhöht, die dafür sorgen, dass Körpertreffer auch mal ab und zu aus Versehen als Kopftreffer gezählt werden. Da haben wir ja auch eine erhöhte Chance. Huch, was war das denn? Gut, dass wir Lagerfeuer angezündet haben. Kommen nicht so viele Freaks. So, und Alarm sind wir auch los. Oh, und die Munition, die wir hier finden. Ist das nicht geil? Speichern. Gleich speichern. Denn wir sind sowieso hundemüde und müssen schlafen. Dann legen wir uns doch gleich mal hin. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Wieso machst du das denn? Schließ die Tür nicht ab. Meine Güte, schließt der Junge die Tür nicht ab. Das ist ja lustig. Der Tag vergeht schneller, aber die Zombies laufen nicht schneller. Macht er jetzt Bums? Kann ich durch die Gitterstäbe durchschießen, schätze ich jetzt einfach mal.
Geht weg. Fuck, war das knapp. Okay, naja, gut. Die Fettwänste hätten wir auch erledigt. Wo ist denn jetzt noch das nächste? Da hinten. Da müssen wir einmal um die Insel sowieso rumgehen. Naja. Naja. Hä? Wo komme ich denn hier hin? Noch ein Schiff. Das haut rein, oder? Wie geil ist das denn? Ha! Schnell nachladen. Kann leider noch nicht so gut damit zielen. Vielleicht sollte ich da mir nochmal ein Zielfernrohr oder sowas bauen, dass das dann besser hinkriege, weil die mit der Rüstung kriegt man dann ganz schlecht abgeknallt. Ja, den Ganzen fallen lassen. So, hier kommen wir. Ich muss noch runterwärts kommen. Ah, geht weg. Ja, ihr schockt mich nicht mehr. Ihr schockt mich nicht. Du schockst mich. Boah. Wie viele von den Straußviechern kommen denn jetzt noch? So. Jetzt gibt's Straußenragout. Ah, hier ist das Paket. Haben wir hier unten noch irgendwas Cooles? Ach ja, nee, kommen wir noch nicht rum. Bist du ein böser Strauß? Nein, ihr seid böse. Green Beef Limo. Was? Green Beef? Mit mancherlei Wirkung. Was soll mir das sagen? Mancherlei Wirkung. Das ist total aussagekräftig. Ah, hier kommen wir natürlich wieder nicht durch. Und ich habe auch nichts mehr, womit ich mich da durchspringen könnte. Das heißt, der Weg über dieses Stück von der Insel war total für die Katz. Aber dafür haben wir ja noch ein bisschen Munition gefunden. Und ein paar Zombies abgeballert. Zombies abballern. Ich liebe Zombies. Ich hasse Zombies. Ich liebe Zombies. Ich hasse Zombies. Ich liebe Zombies. So, ich speichere das jetzt mal hier und dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder bei How to Survive auf einer einsamen Insel mit Ucomic. Also, nicht vergessen, ihr seid nie aufgeschmissen, wenn ihr auf einer einsamen Insel mit Ucomic strandet. Also, bis dahin, tschüss!